Die türkische Mittelmeerküste brennt. Gut eine Woche wüten die Waldbrände schon. Fast 190 Feuer sind seitdem ausgebrochen. Dort, wo die Brände unter Kontrolle sind, entspannt sich die Lage etwas, sagt uns HR-Reporter Gunnar Henrich, der zurzeit im Urlaub in Antalya ist. Die vergangenen Tage waren teilweise wirklich besorgniserregend. Gerade in den ersten 2-3 Tagen der Brände, als hier wirklich ganz schwarze, dunkle Rauchwolken vom Landesinneren über die Hotelpromenade aufs Meer gezogen sind und den ganzen Himmel verdunkelt haben. Inzwischen, seit gestern, hat sich der Wind gedreht und weht jetzt von der Meerseite hin in Richtung Land. In der Nacht drohen Feuer auf ein Wärmekraftwerk in der Stadt Milas überzuschlagen. Das Werk kann rechtzeitig evakuiert werden. Der Brand ist jetzt unter Kontrolle. Aber es brennt nicht nur in der Türkei. Auch auf der griechischen Halbinsel Euböa toben die Flammen, ebenso wie in einigen Regionen auf Peloponnes. Menschen verlassen ihre Häuser, retten ihr Leben. In Italien ist unter anderem Sizilien von Bränden betroffen. Auch hier werden viele Ortschaften evakuiert. Ein Grund für die vielen Feuer: die Mittelmeerregion ist seit Wochen von einer großen Hitzewelle betroffen. Mehr als 40 Grad hat es fast durchgängig. Ich habe gerade noch mal geschaut, wir haben auch heute wieder 42 Grad im Schatten. In den vergangenen Tagen ging es hoch auf 46, 47 Grad. Und das ist selbst für die Menschen hier in der Region, die heiße Sommer gewohnt sind, absolut ungewöhnlich. Also so eine Hitze, wie hier im Moment herrscht, und das schon seit vielen Tagen, haben die Menschen auch hier in der Region seit Jahren oder Jahrzehnten noch nicht erlebt. Wir fragen unseren Wetterexperten Thomas Ranft, inwieweit der Klimawandel bei den Mittelmeerbränden eine Rolle spielt. Wir spüren ja, dass es wärmer wird, auch schon bei uns in Deutschland in den vergangenen Jahren. Und tatsächlich ist es so, dass die Mittelmeerregion durch den Klimawandel noch heißer wird, noch trockener wird, über längere Strecken im Sommer. Da kann es natürlich mehr austrocknen. Und dass die Extremtemperaturen zunehmen, das sind natürlich beides Indikatoren dafür, dass die Waldbrandgefahr zunimmt. Bei den Bränden in der Türkei sind bisher 8 Menschen gestorben, unter ihnen auch ein deutsch-türkisches Ehepaar, berichten türkische Medien. Auf Instagram gibt es unter dem Hashtag Türkiye Yanıyor, Türkei brennt, unzählige Fotos und Videos der Feuer, gepostet von Augenzeugen. Große Löschmaßnahmen sowie kleine Randgeschichten, geschrieben in der Katastrophe. Es gibt hier aber auch Kritik an der Regierung, der Vorwurf, sie sei auf so eine Situation nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Präsident Erdogan verspricht unterdessen Hilfe, auch aus dem Ausland werde Unterstützung kommen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten helfen sich aber auch schon gegenseitig. Die Solidarität unter den Menschen ist offenbar sehr groß, zumindest ist das, was ich so erzählt bekomme. Unter anderem in Manavgat, direkt hier am Ort, findet jeden Donnerstag der größte Basar der ganzen Region statt. Der ist heute abgesagt worden, weil dort auf dem Basargelände überall jetzt Hilfsgüter, Spendengüter gesammelt werden, die dann zu den betroffenen Menschen in die Berge gebracht werden. Viele der Brände können zwar relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden, starke Winde entfachen aber neue Feuer in den Mittelmeerregionen. Die Brandgefahr bleibt in den nächsten Tagen hoch, denn es soll weiterhin sehr heiß und trocken bleiben.